Jo, meine Lieben, und ahoi, meine lieben Landratten und Rädchen, damit willkommen zurück zu Assassin's Creed. So, ich habe uns mal zurück zum Steinbruch gebracht. Hier sind jetzt auch wieder irgendwelche Wachen. Die können wir ja nochmal eben klingelklamm heimlich wegknipsen. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Sonst treffen wir alle Hades viel früher, als uns lieb ist. So, wo waren die anderen zwei Wachen? Da hinten. Ich frage mich, wo hier der Arzt ist. Guck mal, hier schon mal noch ein Toter. Ist aber keine Wache, ne? Nee. So, wir gehen mal hier rauf. Ich bin auf der falschen Seite, wa? Verdammt. Hallo? So, jetzt noch den Schatz. Dann gilt der Ort zumindest an sich schon mal als abgeschlossen. Da liegt die Steinbruch. So, wo ist jetzt hier der Arzt? Mit seinen Schäfchen. Arzt? Nein. Irgendwie bei den Texten, die er erzählt hat, nicht aufgepasst, dass er irgendwo anders hingehen wollte. Doch, doch, nö, nö. Okay, der Arzt ist nicht hier. Das ist jetzt wieder blöd. Ja. Ich habe mich schon gewundert, als ich hierher gereist bin, dass hier kein Questmarker war. Ja, also wir könnten Quests. Das gehört ganz hier zu Welt und Charaktere. So. Das sind die Tierquests. Was ist das hier? Für Gelegenheiten sorgen, weil es ist irgendwas mit General, das ist irgendwas anderes. Festungen sind seit jeher ein entscheidender Feldherr, nee. Da gibt es schon viele Sachen zum Abgeben hier offensichtlich. Warte mal, da. Wollen Sie Blut sehen? Betritt die Arena? Nein. Familienerbe? Wieder? Nein. Nö. Wir haben so viele offene Dinger, dann verliert man nicht die Übersicht hier auf Dauer. Haben wir das mit, ist das mit dem Arzt jetzt einfach abgeschlossen? Ja, dann machen wir halt die anderen zwei Sachen hier. So, wo finden die statt? 500 Meter kann ja nicht wirklich weit sein. Da hinten. Gut, dann machen wir mal eine schnelle Reise hier hin.
So, wo ist unser Ziel? Da hinten? Das ist jetzt eigentlich dieser Vorteil, wenn man diese ganzen Schnellreisepunkte mal freigeschaltet hat, dann geht der Rest am Ende doch relativ zügig. Heilige, wie weit ist denn das noch weg? Pferd. Danke sehr. Los! Los! Und los! Schnell auf so ein Dixie-Häuschen in der Landschaft rum. Ja. Los! Komm schon! Dann sollten wir uns jetzt noch nicht runter. Wir sollten uns dem Ganzen etwas entfernter annähern. Ach, Silos zerstören. Okay, auch nicht schlecht. Ich hätte nicht so viel trinken sollen. Ich muss üben, sonst werde ich Neleus nie besiegen. Lange Nacht? Viel zu lang. Ich muss es abschütteln und mich vorbereiten, um Neleus zu besiegen und auf der Siegeswelle reiten bis zu den Olymp... Jo, das läuft bei dir. Wem mache ich was vor? Vielleicht tauge ich nicht für dieses olympische Zeug. Du bist Aietes, nehme ich an. Mikos schickt mich. Neleus. Neleus? Was denn? Hat er wieder einen Rekord gebrochen? Wahrheit ist immer besser. Nein, hat er nicht. Er ist ans Bett gefesselt. Oh, also wieder eine komplett durchzechte Nacht, hä? Huh? Das müsste eine harte Nacht gewesen sein. Hä? Neleus ist krank geworden. Mikos schickt mich, weil du der Letzte warst, der ihn gesund gesehen hat. Es ging ihm gut, als er zu Kapos Haus ging, für seine übliche... Ja? Dosis Hedonismus. Ah ja. Aber ich verließ das Fest ohne ihn und habe ihn seitdem nicht gesehen. Dann muss auf dem Fest irgendwas passiert sein. Besuche Kapos in seinem Haus auf dem Hügel. Er wird wissen, was mit Neleus passiert ist. Aber er lebt sehr zurückgezogen. Du musst seine Aufmerksamkeit erregen. Wenn du etwas von seinem kostbaren Wein zerstörst, der mich immer so betrunken macht, lockt ihn das sicher raus. Danke, Aietes. Ich sehe mir das an. Tja, ich fange besser mal an. Sonst schließe ich nie zu Neleus und den anderen auf. Komm und arbeite stattdessen für mich. Auch ein nettes Angebot. Du wirst Olympiasieger werden. Naja. Ein Olympiasieger zu sein, klingt weniger beeindruckend, als durch die ganze griechische Welt zu reisen. Komm, arbeite auf meinem Schiff und sieh etwas Neues. Ich brauche jemanden mit deinen Armen. Starke Rudererarme. Ich wollte immer schon reisen. Ja, komm. Und weißt du was? Ich bin es leid, Tag ein, Tag aus zu üben. Ich bin dabei, Söldnerin. Na, sie ist voll. Ich meine, Schiffsführerin. Einfach Cassandra. Neues Besatzungsmitglied. So, das können wir wahrscheinlich an dir auswählen, aber ja, der ist Rammschaden, Feuerkraft, Widerstand. Naja. Wir nehmen unsere kleine Truppe hier einfach mit. Das ist egal. Okay, Und weiter. Ah ja. Was ist hier noch? Ja, was denn? Wo denn? Ach, da, Icarus, okay. Oh Gott. Ja, ist okay. Da wollen wir gar nicht in Icarus. Wir konzentrieren uns auf den Fall hier vor uns. Los geht's. Darf ich hier sein? Du bist so eine Art
Söldner-Nachwuchs, was? Ja, kommst du zum Reden? Hallo? Okay, ich bin jetzt irritiert. Was ist denn das für Nord hier? Stufe 49. Das ist doch ein. Das ist ein scheiß Söldner. Das ist keine der. Hier ist keine Wache. Okay. Das muss Carpos Haus sein. Den Alkohol riecht man ja gegen den Wind. Okay. Danach habe ich gesucht. Echt? Okay. Na gut, dann haben wir danach gesucht. Schatzblinden. Oh, wer kommt denn da? Oh, Söldnerin, komm mal her. Du weißt, du willst das hier haben. Wer kommt denn da? Nikos, du solltest zu Hause sein und dich um Neleos kümmern. Ich sollte eine Menge Dinge tun. Aber im Moment will ich lieber Spaß haben. Okay. Du siehst auch aus, als könntest du etwas Spaß brauchen. Und ich habe viel davon. Also, wie wär's? Du und ich. Genießen wir das Leben. Was? Nur wir? Oh, so gefällt mir das. Also, an wen hast du gedacht? Ihn? Oder sie? Immer ran an das Fleisch. Nehmen wir doch beide. Oh, du hast die Nacht gerettet, Söldnerin. Jetzt sei endlich still. Viel Spaß. Ah, das ist so geil in dem Spiel. So random aus dem Nichts. Ich könnte noch weitermachen. Ganz ehrlich, ja. Ich glaube, du könntest nicht mal mehr aufstehen. Ich meine, ich könnte liegen bleiben und... Vielleicht später. Ja, genau. Mach's gut, Mikos. Oh, herrlich. So, unsere eigentlichen Ziele sind hier hinten. Nee, warte mal, wir wollten, darauf. Ah. Und alle Obsessa. So, kriegt das hier irgendwer mit? Nö. Wieso sind das jetzt drei Wachen da unten? Das verstehe ich nicht. Kultistenwachen. Yeah.
Bewusstlos, aber nicht tot. Wieso gehen die Dinger denn hier in den... Oh, der hat aber noch reichlich zu bieten hier, oder? Nichts. Ja, die anderen müssen davon ja nichts kriegen. Die feiern da friedlich. Das muss keiner mitkriegen. So, was haben wir hier Schönes? Was? Die Weine sind... Achso, wir sollen die Weine vernichten. Das kriegen wir doch hin. Tag auch. Was hast du getan? Du hast sie ermordet. Oh nein, nein, nein. Der Befehlshaber wird mich umbringen. Du gehörst auch zum Kult, oder? Was hast du Neleos angetan? Nein, 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 nein. Ich habe nur geschäftlich mit ihnen zu tun. Ich arbeite für den Befehlshaber. Sag mir, was das für Geschäfte sind. Sonst werde ich dir deine Zähne einzeln herausreißen. Oh yeah. Mal locker. Na gut. Ich helfe dem... Eigentlich werde ich erpresst. Der Kult des Kosmos will trunkene Athleten für seine Armee. Die Guten bringen sehr viel mehr ein. Die Guten wie Neleos. Und jetzt ist er schwer krank. Sie geben den Jungs irgendetwas. Es macht sie... Es verändert sie. Was glaubst du, warum ihre Elitewachen so sind, wie sie sind? Ihre Stärke. Das ist nicht normal. Nicht natürlich. Aha. Egal, wie stark sie sind. Sie sind blass im Vergleich zu mir. Ich habe Mist gebaut. Bisher konnte ich mich nicht wehren, aber mit dir an meiner Seite können wir vielleicht etwas tun. Die Kultisten haben die trunkenen Opfer immer von meinem Dock zu einer Höhle an der Küste gebracht. Südlich von hier. Du bist ein Opportunist. So schlimm war es nicht. Wie? Vielleicht kannst du es wieder gut machen. Immerhin ist das Volk von Thassos auch mein Volk. Söldnerin, die Kultisten haben meine Taschen gefüllt. Aber mein Herz ist leer. Rette die Schüler. Bitte, ich will das nicht mehr machen. Ich rette die Schüler um ihretwillen, nicht für dich. Wenn Neleos irgendetwas zustößt, bist du ein toter Mann. Dem passiert schon nichts. Geh zu den Schülern. Sie sind in der Höhle im Süden. Folge der Küste, dann siehst du sie. Viel Glück. Mhm. Eine Eroberungsschlacht verfügbar, auch nicht schlecht. Okay. Was ist jetzt hier los? Liegt hier auf einmal so jemand rum, da macht man sich schon ein paar Sorgen. Na los, komm. Los. Das ist der richtige Ort. Los. Naja, war jetzt nicht wirklich weit. Komm schon. Moment, da steht mindestens eine Wache drin rum. Okay. Und los geht's.
Ella. Ich bitte, dass du da raufkommst. Danke sehr. So, Freundchen, ich werde dich hier auch noch befreien, sobald... Nee, da brauchst du jetzt eine Wache raus oder was? Da kommt doch noch hier rüber gelaufen, oder wie? Ja, dauert noch ein bisschen, bis ich dich befreien darf. Obwohl, so müsste es... Eine gibt's rein, dann schnappen wir zum anderen. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. So, Wachen weg. Athena Donesti, ich verdanke dir mein Leben. Sehr gerne. Oh, jo. Ui, ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß, links ist noch eine Wache, aber ich gucke jetzt erstmal, was hier so ist. Und ich sehe hier eine kleine Schatztruhe. Ja, Schatzkammer, nicht Truhe, besser gesagt. So. Das war's. Mal mitnehmen. Hilf uns, bitte. Wo bin ich? Ich besitze leider nichts, doch ich danke dir. Gott, das war eine Dunne in der letzten. So. Zündet euch nicht versehentlich irgendwie an. Tür noch blöd. Na hier, so. Komm, ihr seid frei. Oh Gott, der hat es nicht geschafft. Ja, so. Hier noch einer. Zwei sogar, die haben es sogar nicht geschafft. Ach, kann ich mit euch reden? Was macht denn jetzt ein Elch hier unten drinne?
hoffe, diese Hedonisten haben mein Haus nicht komplett. What the? Söldnerin, Hilfe! Das Tonikum hat ihn verrückt gemacht! Ja, sorry, aber ging jetzt nicht anders. Söldnerin, Zeus sei Dank, er wollte mich töten. Das ist deine Schuld. Diese Gefangenen hatten das Tonikum schon bekommen. Der Arzt muss hier gewesen sein, um es ihnen zu geben. Nur einer hat schlecht darauf reagiert. Der andere sieht aus, als könnte er es schaffen. Dann gibt es noch Hoffnung für Neleus. Das sieht nach einem ziemlich wehrhaften Versteck aus. Der Kult scheint wesentlich mächtiger zu sein, als ich gedacht hätte. Dieses Mal hatten wir Glück. Wer weiß, was mit den anderen Schülern geschehen ist. Die Kultisten müssen für ihre Taten büßen. Es wird Zeit, dass wir zurückschlagen. Oh ja. Das klingt, als hättest du eine Idee. Wir müssen ihre alte Festung stürmen, Söldnerin. Wenn du den Angriff anführst, können wir den Befehlshaber des Kults töten. Wir bringen ihnen eine Niederlage bei, die in der ganzen griechischen Welt zu spüren sein wird. Oh, das klingt gut. Du willst das doch nur, dass ich den Befehlshaber ausschalte, der hinter dir her ist. Ja, das auch. Ein glücklicher Zufall, schätze ich. Mhm, schätze ich auch. Dieser Befehlshaber, erzähl mir von ihm. Er hat mich gezwungen, bei dieser Sache mitzumachen. Er führt die Elite-Soldaten des Kults an und angeblich hatte einmal 8 Männer mit einem einzigen Hieb geköpft. Ist klar. Und dazu Wünsche. Diese alte Festung, wo genau liegt sie? Es ist eine riesige Anlage auf Lemnos. Kaum zu übersehen. Man sagt, dass man sie am besten mit dem Schiff erreicht. Sag mal, wir haben doch letztens irgendeine Kultistenburg. Robert, war das auf Lemnos? Nee, ne? Wenigstens weiß ich jetzt, dass Neleus nicht nur eine Erkältung hat. Ich muss Mikos davon erzählen. Das ist alles deine Schuld gewesen. Also bring diese Schüler sicher nach Hause. Werd ich. Gut so. Okidoki. Einen über den Durst trinken. Ne? Hätten wir das auch mal geschafft. Freunde, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Mos.